Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Rise of the Tomb Raider. Das ist er. Das muss er sein. Bild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Das getan haben. Was zum Teufel ist das? Diese Gefäße. Da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? So, dann schießen wir dagegen. Okay, jetzt brennt alles, aber wir kommen natürlich weiter. Hier runter. Und dann geht's hier weiter. Krass, okay. Dann gehen wir mal hier runter. Bin echt gespannt, was heute noch auf uns zukommt. Da ist doch der Atlas, oder? Ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr alleine. Überleben Sie den Angriff von Trinity und entkommen Sie aus dem Archiv. Da mal die ganze Granate. Oder halt die Sprengsätze. Da. Eine Blankgranate, weil da kommen jetzt ja raus. Sie haben ja da gerade die Tür aufgeschweißt, jetzt eingetreten. Dann schießt sie, zack, den schön gesprengt. Ich habe euch jetzt auch mal Untertitel eingeblendet. Einfach. Komm jetzt doch her. Ich war eigentlich gerade so stolz, weil ich so getroffen habe, aber jetzt wird das sehr, sehr schwierig. Einfach, weil ich nicht weiß, ob das besser ist oder eher nicht. Deswegen habe ich das jetzt erstmal eingeblendet. Ich denke, das stört nicht. Und wenn man etwas nicht versteht, kann man es dann wenigstens nachlesen. Dass man wirklich auch den Zusammenhang bekommt. Komm, jawohl, den habe ich getroffen. Sogar einen Kopftreffer mit der Pistole, perfekt. So, nehme ich hier natürlich alles mit, gerade wegen Munition. Und auch Sache, um die Waffe aufwerten, beziehungsweise zu mich heilen. Auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade immer bei so einer Schießerei. Weil so habt ihr nämlich jetzt hier unter auch den Text, was die anderen sagen, wo du jetzt so durch meine Stimme, durch meine Rede ja nicht so mitbekommst. Und so kannst du das aber nachlesen. Ja, es läuft heute sehr, sehr gut. Rechts hoch ist einer noch. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Aber, was ist da? Da, Hanna kommt doch. Perfekt. Der ist auch tot. Hier auch wieder Munition, weil du siehst, es kommt immer mehr und mehr. Und Munition wird halt dann irgendwann wirklich eng. Molotow. Kann man vorschmeißen. Trifft vielleicht ein, zwei Leute. Ist auf jeden Fall besser als gar nichts. So, die schön abschießen.
Perfekt. Hier auch wieder alles mitnehmen, natürlich. Weil es waren, also ich würde sagen, das waren bestimmt noch nicht alle. Ich meine, ich kann mich täuschen, klar. Oh nein. Finden Sie mit dem Atlas einen Weg aus dem Archiv. Ich zieh weg. Hier, hab sie gefunden. So, jetzt müssen wir wirklich schnell weg. Weil die wissen jetzt dann, dass ich hier bin. Aber ich kann ja tauchen. Ja, klar. So, jetzt ganz, ganz schnell schwimmen. Okay, wir haben Ausrüstung bekommen, Atemgerät. Mit dem Atemgerät kann Lara unendlich lange unter Wasser bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Sowieso, weil ich ja jetzt nicht weiß, wie weit ich jetzt noch tauchen muss. Weil es kommt ja jetzt auch drauf an, ob ich noch wieder irgendwo hoch kann oder nicht. So, doch. Doch, von der Richtung hinter kam ich. Jetzt muss ich hier weiter. Geht's jetzt hier? Das nehme ich mit. Okay. Hier geht's das hoch. Das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Okay, die ist instabil. Heißt es jetzt, ich muss das da kaputt machen? Zack. Ja, in dem Fall muss ich die jetzt zum Einstürzen bringen, so wie das nämlich aussieht. Stützen beseitigen. Ja, restliche Stützen beseitigen. Okay. Dann gehe ich jetzt mal hier rüber. Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas festbinden, oder wie? Oder halt wegziehen. Bringt mir jetzt aktuell noch nichts, aber vielleicht nachher. So, das. Oh. Aha, dann kommen hier so. Den da dran. Da dran und dann. Zack. Ah, jetzt geht er nämlich darüber. Nee. Nur bis hierhin. Und wenn ich das Ganze nochmal mache. Beziehungsweise ich gehe jetzt mal hier rüber. Den nochmal ziehe. Dann geht er aber zurück. Dann geht der aber zurück. Hier gibt es noch mehr zu tun. Ich werde diesen Weg zurückgehen. Und wenn ich jetzt hier rumziehe, so dass er halt in die andere Richtung prinzipiell sich dreht. Wenn ich ihn jetzt von hier nochmal ziehe. Zack. Dann kann ich ihn. Nee, das geht nicht. Ich habe gedacht, ich kann ihn jetzt. Ah, wenn ich die zwei. Jetzt pass mal auf. So. Wenn ich das so weit habe. Und den jetzt auch rüberziehe. Dann ist es ja prinzipiell gleich. Dann ist es ja prinzipiell gleich. Wenn ich hier nochmal ziehe. Ja, dann kommt es hoch. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Perfekt. Das ist ja sehr gut.
Jetzt muss ich bloß die dann noch irgendwie darüber kriegen, oder? Weil ich damit dann nämlich die andere Stütze... Kann ich die jetzt nicht da irgendwie runterschubsen? Weil normalerweise müsst ihr ja mit dem Wasserstrom nämlich dann zu der... Ja, dahin gleiten und dann kann ich es nämlich kaputt schießen. Jetzt. Da müsste nämlich der Fuß nämlich auch weggehen. Perfekt. Das war auf jeden Fall dann schon mal das erste Rätsel. Das haben wir schon mal sehr gut gelöst. Zack. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. So, wer schießt da jetzt? Haben wir jetzt hier wieder Gegner oder wie? Ich brauche wohl noch ein Gefäß. So, jetzt pass mal auf. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier ist. Aha. Oh, da sind auf jeden Fall Gegner. So, zum Tauchen. Wenn ich den gleich ins Wasser ziehe, den gleich hier töte, zack. Und wir nehmen schon mal eine lautlose Kill. Weil ich vermute jetzt erstmal, dass ich die erstmal töten muss, weil die mir sonst einfach im Weg sind. Und die könnte ich doch prinzipiell jetzt auch nehmen, zack. So, dann habe ich nämlich zwei Stück auf jeden Fall weniger. Soweit ist aber alles ruhig. So. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was ich da jetzt wirklich machen muss. Okay. Ah, da ist nochmal ein Gegner. Dich ziehe ich jetzt auch einfach so runter. Auch wieder lautlos. Perfekt. So, und dann nehme ich die Pfeile. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. So, dann ist auf jeden Fall oben die, da vorne die Leiter markiert. Schwefel. Hier müssen Sie die Bestandteile für das griechische Feuer vorbereitet haben. So, dann gehe ich nämlich hier nach oben. So. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Ja, dass sie da nämlich dann wieder rauskommen. Wieder ziehe. Zack. So, jetzt muss ich den da erst kaputt schießen. Hier komme ich wohl noch nicht weiter. Dass die... Ich muss später versuchen. Dass die... dass das Fass nämlich durchgeht. Gleich jetzt explodiert. Das sollte den Weg etwas frei machen. Tun wir, wird das nächste rausziehen. Und normalerweise müsste der jetzt da hinten schwimmen. Aber da ist nochmal irgendwas. Wenn ich das Wasser irgendwie nutzen könnte. Zack. Dann haben wir nämlich eine bessere Sicht. Ich glaube nämlich, dass der nämlich auch wieder festhängen tut. Bin mir jetzt aber nicht ganz 100% sicher. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum halten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. So, so, so. Okay. Der kann es zwar ausbremsen, aber die Frage ist jetzt, wo ist aktuell mein Fass? Ich muss es vom Feuer fernhalten. Vielleicht kann ich es irgendwo befestigen.
So, jetzt ziehe ich nochmal eins raus. Weil jetzt kann ich ja das komplett beobachten. So, das da hinhänge. Weil wenn das hier an das Feuer geht, dann explodiert der ja. Deswegen hatten wir nämlich jetzt aktuell keins. Jetzt kann ich den wieder frei machen. Deswegen hatten wir nämlich bestimmt keins mehr, weil das dann schon kaputt gegangen ist. So, und jetzt muss ich warten, bis es da in der Nähe ist. Und dann kann ich das nämlich auch explodieren lassen. Zack. Und jetzt müsste die Statue komplett frei sein. So, jetzt wird's ganz brutal. Rennen Sie in Sicherheit. Okay. Mein Rennen sollte jetzt eigentlich gar kein Problem sein, solange wir keine töten müssen. Ganz zack, zack, sollte das eigentlich gehen. Aber klar, wir müssen aufpassen, die schießen auf uns. Zack, darüber. Zack. Das ist jetzt so eine Szene, wo ich sage, das macht... Oh, ich habe gerade gedacht, da ist nur Feuer. Das ist jetzt sowas, wo ich sage, das macht Tomb Raider irgendwo aus. So, darüber, dann nach links. Hochziehen. Dann darüber. An der Kiste. Okay. Da schnell rüber, weil die Kiste hat dir nachgegeben, so wie du gemerkt hast. Also du kannst da jetzt nicht unendlich lang hängen. Aber das Ziel ist ja sowieso, so schnell wie möglich hier raus zu sein. Zack. Ah. Kehren Sie ins Tal zurück. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Zack, Wasser. Perfekt. Jacob, ich hab's geschafft. Ich bin draußen. Lara, Gott sei Dank. Es geht Ihnen gut. Bringen Sie den Atlas zu mir in unser Observatorium in den Bergen. Schon unterwegs. So, jetzt müssen wir natürlich wieder tauchen. Ich wusste jetzt gerade vorher nicht, ich konnte mich ja da nicht festhalten. Ob das ein Fehler von mir war oder ob das geplant war. Aber ich glaube, so wie das aussieht, war das geplant, weil es geht ja jetzt wieder weiter. Also alles gut. Da vorne ist gekennzeichnet. Wie ruhig das auf einmal ist, ohne dass jemand schießt. Das ist auch echt phänomenal. Hier ist einfach, wie gesagt, nur Taucher. Du kannst ja länger tauchen, dadurch, dass du das Tauchgerät hast. Also das ist ja eigentlich gar kein Problem. Zack, hier geht's hoch. So. Da die Kiste natürlich noch mitnehmen. Neue Ausrüstung erhalten. Jonah, bist du das? Kleiner Vogel, du bist am Leben. Ich wusste es. Mein Gott. Jonah, was machst du hier? Wo bist du? Ich bin hier oben in einer Art Festung. Du kannst Jacob dafür danken. Seine Leute haben mich halbtot in der Tundra aufgelesen. Ich kann's nicht glauben. Du bist mir gefolgt. Ist das so schwer zu glauben? Ich sagte doch, ich halte den Rücken frei. Ich konnte dich nicht im Stich lassen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Bleib einfach, wo du bist. Genau das hatte ich vor. Sei bloß vorsichtig. Ich bin ja auf dem Weg. So, jetzt geht's hier hoch. So, wir sehen wieder Tageslicht. Sehr, sehr gut. Finden Sie einen Weg durch die Berge zum Observatorium. Das kriegen wir hin.
Also ich wollte gerade sagen, das wäre ein Gegner. Ist aber alles gut. Ich meine, wir sind ja schon im Tal. Also es wäre auch komisch gewesen, aber lieber Vorsicht, als wenn du da noch angegriffen wirst und eventuell tot bist, ist ja gar nicht so geil dann. Hier nehmen wir alles mit. Wenn es hier eh schon liegt in so einer friedlichen Umgebung, dann sofort mitnehmen. Zack, darüber. Das anschauen noch kurz. Karte aktualisiert. Sehr, sehr gut. So, muss ich dann da hoch, oder? Ja, dahin muss ich. Da alles mitnehmen. Und jetzt mal schauen, was er weiß. Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Ugh!
Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Ugh.